Die Spiel 22 ist jetzt ein Augenblick vorbei und ich habe einiges an Spielen schon mitgebracht und schon auch einiges anspielen können. Aber wir haben die Zeit vor Ort genutzt und haben euch mal gefragt, wie müsste euer Spiel aussehen, damit das euer Spiel eurer Träume ist. Und da war Kirsten ganz fleißig unterwegs und die Ergebnisse zeigen wir euch und ich sag euch auch, wie mein Spiel meiner Träume aussehen würde. Umgeben von Spielerunden und ganz ausdauernden SpielerInnen habe ich mich gefragt, was für ein Spiel würdet ihr eigentlich entwickeln, wenn ihr könntet und was fehlt dieser Welt noch? Das ist mal eine gute Frage. Deswegen sind wir ja hier. Für mich sind immer schöne Spiele, Bauernspiele, Mittelalterspiele, so in diesem Bereich. Da ich auch mal ein Ritterspiel als kooperatives Spiel. Nee, da bin ich wirklich sehr unkreativ. Da bin ich guter Dinge, dass die anderen Leute das für mich übernehmen. Da entwickle ich keine Spiele. Strategy game, storytelling strategy game that is a little bit more interactive than those games where you're doing your own turn. And I like cooperative legacy games. That's my favorites. And puzzle games, yeah. So I think I would prefer a combination of a deck builder together with a tabletop war game. I think that would be a cool game to play. Die Leute mit verschiedenen Alten zusammenbringen können. Also Kinder mit Eltern, Kinder mit Großeltern. Fällt da ehrlich gesagt nichts ein. Ich bin ganz zufrieden damit, mich berieseln zu lassen von den Leuten, die es professionell machen. Es gibt so viele Spiele, ich glaube, da fehlt kaum mehr was. Aber die Mechaniken werden halt immer neu zusammengewürfelt, dadurch bleibt es halt interessant. Franchises würden einem sicher noch ein paar einfallen, wo man noch ein Spiel mitmachen könnte, aber... So ein richtig cooles Lock-and-Key-Game vielleicht. Also ich mag auf jeden Fall Worker Placement. Dann mag ich so Social Deduction und so Verrätermechaniken. Also ich hätte gern, glaube ich, einen Worker Placer, wo zumindest einer in der Runde so nach Werwolf-Manier gegen die anderen Leute spielt und ohne, dass man das weiß. Also so ein paar verdeckte Rollen finde ich gut. Deckbuilding mag ich sehr gerne. Und das Ganze, ja, für mich natürlich in einem Cthulhu-Setting. Ich glaube, wenn man das zusammenwürfen würde, haben wir, glaube ich, ein schwieriges Spiel, obwohl ich glaube tatsächlich, dass es auch Vertreter davon gibt. Schreibt es mal in die Kommentare runter, vielleicht habt ihr direkt einen Tipp für mich, welches Spiel das sein könnte. Aber das sind so die Mechaniken, auf die ich, glaube ich, am meisten Bock hätte, wenn ich das sehe. Es ist jetzt nichts, was der Welt noch fehlt, aber ich spiele schon seit längerem mit so einem Konzept für einen Deckbilder rum, aber ich habe das noch nicht so wirklich die Zeit und die Muße gehabt, mich da wirklich dran zu setzen und genauer drüber nachzudenken. Mann, wirklich schwer zu antworten, weil das ist Thema, an welche denke ich jeden Tag und sowas, kann man so sagen. Ja. We like resource management games. The more of that, those kind of games, that would be perfect. Oh, fehlen ist, glaube ich, schwer zu sagen. Es gibt ja mittlerweile fast alles, aber wahrscheinlich irgendwas in Richtung Escape-Spiele oder Krimi-Spiele, die mögen wir sehr gerne. Und Survival Camp! Survival Camp! Ja, nein, gibt's ja schon im Endeffekt, aber. We like all types of games, so I don't know. There, Euro, Ameri. Yeah. Thematic, we like all games, so maybe that we create that game that we feel that time, but we are not close to any type of game. Mir fehlt ein Partyspiel, die alle Leute mögen, weil mit Partyspielen manche mögen, manche nicht und einige das universal für alle Freunde ist. Habe ich noch nie drüber nachgedacht, aber so eine spontane Idee wäre vielleicht irgendwie irgendwas mit Zügen wahrscheinlich, weil Züge einfach cool sind. Keine Ahnung, vielleicht so ein schneller Kartenbrawler mit Zügen, wo man irgendwie die Gleise der anderen verschieben muss oder sowas, das klingt lustig. Gute Frage. Ich glaube, das gibt es schon, was ich entwickeln würde. So eine Mischung aus Rollenspiel, Strategie. Ja. Ja. Das hört sich gut an, ja. Das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, was der Welt noch fehlt, aber ich mag Wissensquizze sehr gerne. Deswegen wird es bei mir wahrscheinlich auch so ein Spiel rauslaufen. Ja, bei mir wäre es eher ein Strategiespiel gepaart mit ein bisschen mehr Rollenspielcharakter in die Richtung. Ja. So, das waren viele Anregungen für richtig coole Ideen und wir haben noch so ein paar Umfragen gemacht, die werden wir euch auch noch im Laufe der Zeit hier hochladen und dann geht es auch ran an diese Spielberge, die hier vor uns stehen, dass wir mal gucken, was diese ganzen Neuheiten alles taugen. Bis dahin, bleibt gesund, ciao!